Jawohl. Leute, der erste Karpfen hängt. Und er geht ab, jawohl. Das ist ein bisschen was anderes wie Döbelangeln. Ja. Ja, schön. Habe hier einen ganzen Trupp Karpfen schon beobachtet. Ja, ja. Oh Mann, ey. Eine Power, ey. Kurz vorm Becking. Aber die erste Flucht ist immer die krasseste. Ja gut, geht ins Freiwasser. Wenn die hier immer so am Rand lang machen, sind natürlich sehr viele Hindernisse. Aber wenn jetzt rausgeht, alles gut, alles gut. Auch weg von den anderen Karpfen ist auch wichtig. Müsste ein Schuppenkarpfen sein. Ja, geht nochmal schön tief runter. Die letzten kleinen Fluchten. Ja, wenn die Karpfen immer so an der Oberfläche sind und ihre Kreise ziehen, dann ist das immer schon so ein gutes Zeichen. Und boom, drin ist er. Wundervoll. Ja, Leute, schön bulliger Karpfen. Schön abmarschiert, einwandfrei. Ey. So muss das sein, das ist Karpfenangeln im Sommer. Macht unglaublich viel Spaß und er kann auch gleich wieder zurück. Und der nächste hängt gleich. Neue Fliege dran gemacht, weil die eine zerstört wurde, gerade beim Drill. Und gleich den nächsten Fisch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Das ist schon eine geile Scheiße, sag ich euch. Ah, komm her. Gleich hart dran nehmen, den Jungen. Also ich würde sagen, Karpfendrills sind so ziemlich die aufregendsten Drills, die man bei uns im Süßwasser an der Fliegenroute regelmäßig bekommen kann. Meine Wels wäre sicherlich auch geil, aber ja, ist wieder so ein schöner, bulliger Schuppi. Na komm. Und da ist er. Komm. Oh. Jawohl. Er ist drin, jawohl. Ja Leute, größer als gedacht, ey. Ich dachte, er ist kleiner gewesen. So kann man sich irren, ey. Was für ein Vieh. Guckt euch die Form an, ey. Der hohe Rücken. Einfach nur geil. Kein Wunder, dass er so stark war. Geil. Schön. Gebissen wieder auf Pussy Pink. Die Fliege ist echt der Bringer. Fängt gut, man sieht sie gut und sie ist extrem haltbar. Einmal freies Muster. Ja Leute, willkommen wieder zurück hier auf meinen Kanal Fly Fishing Chronicles und ihr seht schon, ich bin mit den Karpfen beschäftigt. Das Wasser ist sehr trüb, ich war erst sehr pessimistisch, aber sie scheinen zu fressen, das freut mich. Ich bin mal gespannt, was so der Tag bringt. Ich habe auch so ein bisschen Gerät mit für Streamerfischen auf Hecht, Zander und Barsch. Und ja, werde jetzt aber erstmal den Fokus auf Karpfen legen, weil die sind offensichtlich aktiv und ich bin mal gespannt, was der Tag noch so mit sich bringt. War dran. Was haben wir denn hier? Barsch beim Einstrüppen der Karpfenflieger. Oh ja, oh, kleiner Schuppi. Kleiner Schuppi hat meine Fliege aufgehoben quasi. Ich habe die einfach hingeschmissen, neben ihn liegen lassen. Und er ist dann gekommen, hat sie aufgehoben, richtig. Naja, komm. Machen wir mal kurz einen Prozess hier. Kauft sich richtig gut, der kleine Knabe hier. Meine Herren. Aber mal gut hier. Ich gebe keine Schnur hier. Das sehe ich gar nicht ein. Die Kleinen sind manchmal gar nicht so zu unterschätzen. Ich sag's euch.
Ja, hier ist der kleine Troublemaker. Wie gesagt, Flieger einfach abgelegt neben ihn, gesehen, wie ihr sie aufgehoben habt und angehauen und da ist er. Oh ja, Karpfen. Das ist ein Fisch, jawohl. Er ist natürlich im Geäst drin, oh Mann. Er ist im Geäst drin, krieg ich ihn raus. Shit, shit, shit. Heavy Cover Karpfen. Jawohl, er ist draußen. Er ist draußen. Oh, geil. Nein, nein, nein. Gut, er ist auf der Rolle. Oh. Endlich. Das war knapp. Ich habe da nur einen Karpfen gründeln sehen, hingeworfen. Und dann so ein bisschen Tuchfüllung aufgenommen und dann habe ich irgendwie so einen kleinen Widerstand gespürt und gleich angehauen. Und dann war er auch dran. Also man muss manchmal wirklich, ja keine Ahnung, einen sechsten Sinn vielleicht entwickeln für die Fische. Also die sind extrem am Rumgründeln. Ich nehme mal an, die fressen sich jetzt nochmal vor der Laichzeit richtig fett. Als Ansitzangler kannst du jetzt natürlich Sternstunden erleben, ne? Für mich jetzt als Fliegenfischer schwieriger, weil das Wasser natürlich trüb ist. Aber sie sind am Fressen, die sind alle so willig. Na komm, weg von den Hindernissen. Komm, komm hier rum, komm. Das Maul ist schön aus dem Wasser halten. Da hat man sie eigentlich immer ziemlich sicher. Da hängt die Fliege schön im Maul drin, jawohl. Kein Riese, aber wunderschöner Karpfen. Schöne Form, schönes Schuppenkleid, schöne rote Schwanzflosse hinten. Einfach wunderschön. Ah, jawohl. Wir haben das Gründeln sehen. Holla, die Waldfee. Ja, da ist der kleine Racker. Hab einen Gründeln sehen, gezielt angeworfen, ist gleich hingeschwommen und bereitwillig die Fliege wieder vom Boden aufgelesen. Ah, jawohl. Ja, ist ein Spiegler. Schön. Lange nicht mehr gehabt. Hier sieht man auch den Fighting Button, den kann man echt gut nehmen. Um am Unterarm abzustützen. Das entlastet ungemein das Handgelenk. Das macht schon einen Unterschied aus. Ja, also jetzt nicht nur, um jetzt hier abzustützen an der Hüfte, sondern man kann dann auch hier schön dranlehnen und dann recht angenehm drillen. Boom. Ja, zur Abwechslung gibt es mal einen kleinen Spiegler. Freut mich, schön. Und er hängt. Schöner Bursche. Oh, das wird wieder so ein richtiges Gebälsche, glaube ich. Oh ja, 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 der ist gut, der ist gut, der ist gut. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Großer Schuppenkarpfen. Meine Herren. Oh. Wieso war das denn immer so ein Nahkampf, ey, so ein krasser? Der ist gut, Leute, der ist richtig gut. Auf jeden Fall weit im zweistelligen Bereich drin. Der geht natürlich tief runter. Ich versuche hoch zu pumpen. Oh Mann, ich hasse es, wenn die sich so schwer machen. Unten ist nämlich unglaublich viel Holz am Grund. Und ich will nicht, dass er da reinmacht. Deshalb schön gegenhalten. Oh Mann, das ist schon wieder so ein richtiger Brecher. Ich hab's eigentlich lieber, wenn sie wegschwimmen. Einfach wegschwimmen und sich selber müde machen. Aber wenn die sich einfach nur unter das Boot stellen. Ja, 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 ja. Oh, ich sehe schon das Backing, Leute. Ich sehe schon das Backing. Ja, Resolut drillen. Die Rute. Ja, die ist schon gut ausgelastet, auf jeden Fall. Das dauert noch. Das dauert noch. Oh Mann.
Oh, so nah am Ufer, so nah an den Hindernissen. Richtig, richtig schlecht. Beim Ranziehen immer die Hand weg von der Kurbel, damit man die Bremse nicht blockiert. Ranziehen, kurbeln, weg von der Kurbel. Ansonsten gibt es Schnurbruch. Oh nein, da macht jetzt ein Ufer lang. Ne? Oh Mann, Ufer bedeutet Hindernisse. Aber ich versuche eine Oberfläche zu halten, damit er nicht irgendwo ins Gestrüpp reinmacht. Naja, ich weiß, wo der hin wird. So ein Karpfendreh ist schon was anderes, ey. Das ist mal wirklich richtiges Drillen. Wisst ihr, was ich meine? Hier einfach so rankurbeln, zwei, dreimal Schnur geben, das war's. Dann, das ist halt ein richtiger Fight. Das ist halt das Reizvolle am Karpfenangeln mit der Fliehroute. Es ist schon wieder extrem, es ist schon wieder extrem. Oh, er ist drin. Yes. Ja, Leute, hier ist die Maschine. Unglaublicher, brachialer Kampf mal wieder gewesen. An der 8er Fliehroute, die war wirklich an ihrer Grenze. Schöner Wildkarpfen. Eiermannfrei, ich liebe es. Man muss Angeln einfach lieben. Einfach das geilste Hobby der Welt, oder? Bäm. Wunderschön. Die Maschine darf natürlich wieder gehen. Wundervoll, 90 cm lang war er. Schönes Ding, einwandfrei. Ja, hier kommen jetzt gerade zwei Karpfen an. Man merkt schon, sie schwimmen schon im Pärchen rum und viel im Trupp und wollen von meiner Fliege nichts wissen. Das heißt, die Transformation zur Laichzeit hat wahrscheinlich jetzt eingesetzt oder ist gerade im Gange. Und in ein paar Tagen geht es dann hier richtig los. Hier kommen gerade drei Karpfen auf mich zu. Karpfen schwimmt hin. Nimmt und er hängt. Oh, und er ist ab. Ja, aber mein Fehler. Ich habe zu ruckartig Schnur mit dem Finger freigegeben. Und die Fliege und Vorfach ist weg. Schade. War ein schöner Biss. Schöne Präsentation. Zielstrebig hingeschwommen. Gebissen, einwandfrei, ey. Aber muss ich neues Tippet anknoten, neue Fliege, aber jetzt mache ich erstmal Mittagspause. Ja, das läuft ja schon mal viel besser als gedacht, um ehrlich zu sein, da das Wasser recht trüb ist und es ist auch ein bisschen windig und sehr viel Spiegelung auf der Wasseroberfläche, alles heute nicht so einfach. Ich habe sehr viele Fehlbisse gehabt, oder ich habe Bisse gehabt, aber ich habe den Anhieb nicht richtig setzen können. Aber ich will mich nicht beschweren, ein 90er Karpfen war dabei. Welche Stellen suche ich? Ich suche gezielt am Ufer lang, und zwar überhängende Bäume, überhängende Büsche, überall da, wo Struktur ist, da stellen sich gerne die Karpfen drunter oder zumindest so im näheren Umkreis. Ja, die kommen manchmal rausgeschwommen, dann schwimmen sie eine Runde, dann gehen sie wieder in die Deckung rein. Was aber auch gut ist, das sind solche Patches so von Treibgut, Treibholz, da stellen die sich sehr gerne drunter, und da ist eigentlich eine Garantie, dass dort nicht nur ein Karpfen ist, nicht nur zwei Karpfen ist, sondern gleich ein ganzer Trupp Karpfen drunter steht. Und da lohnt es sich auch mal einfach zu warten, zu lauern, vielleicht auch mal einen Anker gleich zu setzen. Das habe ich vorhin nicht gemacht. Bin ein bisschen zu sehr in den Spot reingetrieben. Da waren auch richtig schöne Spiegelkarpfen drunter. Aber okay, sei es drum. Ich will mich nicht beklagen, und wir schauen mal, was der Tag sonst noch so für uns bereithält. Oh, eine Forelle. Eine Forelle. Ja, nach einem Drill epischen Ausmaßes habe ich mir was für die Küche gefangen. Wirklich nur zwei Würfe gemacht. Wollte eigentlich Barsch fangen, und dann kam diese unglaublich hässliche, zugegebenermaßen hässliche Regenbogenforelle. Oh, das gibt's doch nicht. Es gibt ja nicht. Die nächste Forelle. Beim Spotwechsel. Eieieiei. Ja, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich habe meine Fische gefangen. Ein richtig schöner Brecher von Karpfen war dabei. Deshalb möchte ich mich absolut nicht beschweren, auch wenn es hätte mehr sein können. Ich habe ziemlich viele Bisse versemmelt, muss ich sagen. Zum Schluss konnte ich mir noch ein bisschen was für die Küche organisieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.